ready for the love hit now. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, großen, mal sehen, Let's Play. Und zwar spielen wir Unturned, beziehungsweise ich, der Momo, spiele das. Wie man nur schwer erkennen kann, ist es grafisch im Minecraft-Look, was ich sehr cool finde. Es ist halt alles sehr eckig und kantig. Und vom Spiel selbst ist es ein bisschen DayZ, was ich auch sehr cool finde. Grafik ist halt jetzt hier ein bisschen mit Shader, das finde ich ganz cool. Man kann im Spiel selber jede Menge Shader einstellen. Da unten laufen auch schon ein paar Zombies rum. Ist halt so eine kaputte Welt hier, mehr oder weniger. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier rumlaufen und uns ein paar Sachen zusammensuchen. Essen, trinken und wir haben sogar eine Taschenlampe, einen Schokoladenriegel und ein bisschen Apfelsaft. Und da vorne ist eine Scheune und wir gucken mal vorbei. Ja, wir können auch die Zombies hier platt kloppen mit der rechten und linken Hand. Ja, mal gucken. Ich hab's ja schon mal angespielt. Und das Spiel ist echt verdammt schwer. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, Alter. Wie viel hält er denn aus? Warum habe ich kaum noch Energie? Ich hätte hier nicht angreifen dürfen. Boah, die Zombies halten extrem viel aus hier. Das ist ein bisschen doof. Was haben wir hier? Swift Magazine, okay. So, wir gucken mal hoch und hoffen, dass der Zombie uns... Was ist das? Keine Ahnung, Cabbage Seed. Fallschaden nehmen wir bei der Höhe scheint noch nicht. Hier ist noch irgendwas. Ich hoffe, dass die Zombies hier nicht reinkommen. Lasst mich in Ruhe, ihr seid doof. So, schnell wieder weglaufen. So, es gibt hier auch irgendwo Autos, die stehen hier einfach so rum. Ich bin auch schon mit dem Auto gefahren. Ist voll cool, das macht richtig Spaß. Ich hoffe sehr, dass wir eins finden. Das war jetzt ja nur so eine kleine Scheune und ich hoffe, dass die Zombies nicht die ganze Zeit ins Herlaufen. Aber die haben schicke Hüte. Ja, es gibt Autos. Es gibt kaputte, die rauchen dann so schön. Mit manchen kann man noch fahren. Einige andere sind so kaputt, dass man nicht damit fahren kann. Da steht anscheinend ein Zelt. Und die Autos, was auch ganz cool ist, haben eine begrenzte Spritanzeige. Und den Sprit kann man mit Benzinkanistern wieder auffüllen und das Benzin kann man, glaube ich, in so Tanks wieder auffüllen. In den Kanistern. Also so ein bisschen realistisch. So, die Zombies laufen einfach die ganze Zeit hinter mir her und da vorne sind wieder welche. Wir nehmen einfach mal die Taschenlampe und machen sie an und aus. Das wird uns retten. Okay, wenn der kommt, wir hauen dem einfach mit der Taschenlampe eine auf den Kopf. Ich hoffe nur... Warte mal, ich bin auch sehr schlau. Ich laufe hier rüber, obwohl ich gar keinen Platz im Inventar habe. Okay, wir folgen einfach der Straße. Ich hoffe, dass wir eine Stadt finden. Und ein Auto. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Zeug kriegen. Und ich glaube, sobald wir ein bisschen Ruhe haben, sollten wir unseren Schokoriegel essen. Geh weg, Alter. Geh weg. Bist du bekloppt? Dein Hut ist zwar schick, aber das ist kein Grund, dass du hinter mir herlaufen darfst. Machen wir einfach wieder das hier. Ich blende euch kaputt. Okay, das bringt nichts. Okay, da müssen wir jetzt laufen. Okay, da vorne geht's rechts runter und geradeaus. Und geht's da so einmal rum oder? Keine Ahnung, wo der Weg hinführt, aber da ist ein kleines Örtschaftchen. Gucken wir mal vorbei. Ich hoffe, dass es Autos gibt. Wir laufen einfach mal querfeldein. Und in den Ortschaften hier, das ist auch ganz richtig cool. Es ist unheimlich schwer, Sachen zu kriegen, weil steht schon auch der nächste Zombie. Da sind nämlich sehr viele Zombies. Und die töten, wollen uns töten. Die wollen uns ans Leder. Keine Ahnung warum. Ich bin nicht lecker. Da hinten raucht's schon. Da stehen Autos. Egal, ob sie rauchen oder nicht. Ich will sie fahren. Ich habe nicht genügend Energie, um zu springen. Food. Okay, rot oder gelb? Rot oder gelb? Und der Rote hat gewonnen. Und es ist kein Sprit mehr drin. Na, super. Ja, hier ist noch Sprit. Oh nein, nein, und es ist kaputt. Okay, die Zombies haben direkt mal das Auto kaputt gemacht. Aber da lag ein Benzinkanister, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und das Auto ist explodiert. Alter. Eine Polizeikarre und Polizeizombies. Und das Auto hier fährt. Das ist super. Okay, dann fahren wir erstmal ein bisschen hier weg. Wir kommen natürlich wieder. 14% Sprit haben wir noch. So, wir bleiben auf dem Weg und dann gucken wir mal. Nein, nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nicht wegfahren ohne mich. Okay, wir sollten erst das Auto zum Stehen bringen und dann wegfahren. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn?
Auf der 2. Ach ja, das kann man. Einen Schokoriegel und was zu trinken. Und da kommen auch schon die Zombies wieder. Okay, das raucht uns schön ins Gesicht. Oh, oh, nicht in den Baum fahren. So, dann drehen wir mal um. Und dann hoffe ich mal, dass ich das Auto nicht zu Schrott fahre. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, dann fahren wir wieder in die Stadt und dann hoffe ich mal, dass ich unten in die Gas Station komme. So, schön an den Zombies vorbeifahren. Weil die machen das Auto nämlich kaputt. Ja, Mist, ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Oh, 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 und ich sollte das Auto nicht kaputt machen. So, ich stelle die Karre mal hier ab. So, und dann gucken wir mal. Huhu, schnell hinlaufen. Macht euch vom Acker. So, hier ist die Gas Station. Und da liegt tatsächlich ein. So, okay, mal gucken, wo ist es denn? Hallo? Auf der 2, okay. Okay, wir haben. Nein, die haben das Auto kaputt gemacht. Ihr seid solche Penner. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Alter. Alter. Okay, das waren ein paar viele Zombies. Ja, wir sind direkt mal gestorben. Und wir sind. Sind wir wieder in derselben Stadt? Nee. Ist eine andere Stadt, aber hier sind wieder Zombies. Fire Station, dann gucken wir mal hier. Da liegt doch direkt etwas. Okay, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht wieder sterben. Ich hoffe, dass ich wieder ein Auto finde. So, hier liegt. Warte mal, diese Kiste. Ist das so ein Repair-Kit zum Auto reparieren? Nein, ist es nicht. Wow, wow. Kollegen, lasst mich in Ruhe. Ich bin ganz nett. Da war ein Helm. Okay, da müssen wir ja langsam durch. Da ist ein Polizeiauto. Mal sehen, ob das Sprit hat. Nein, hat's nicht. Mal sehen, hat die gelbe Karre hier Sprit? Nein, nein, nein. Nein, hat sie nicht. Und sie ist jetzt auch kaputt. Okay, dann gehen wir mal zur Gas Station. Oh, 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 oh. Und hoffen, dass wir nicht wieder sterben. Was liegt denn da Schönes? Keine Ahnung, was das war, was ich da mitgenommen habe. Nein, ich kann nicht springen. Nein, ich sterbe wieder. Ich will nicht sterben. Oh, warum sind da so viele Zombies? Okay, da vorne ist wieder eine Stadt. Wir hatten so ein Gasteil. Okay, irgendwie ist das mit den Zombies ein bisschen schwer. Schon zweimal gestorben. So, da vorne läuft wieder einer rum. Kann man sich eigentlich ducken? Nein, kann man nicht. Warte, der guckt doch in die Richtung. Der sieht mich doch sofort. Jetzt dreht er sich um. Hat der einen Rucksack auf? Sieht so aus. Okay, er hat mich direkt entdeckt. Also irgendwie, die Zombies haben voll die Superfähigkeiten. Da ist ein Türmje. Ja, und da sind noch mehr Zombies. Was ist das? Airport. Aha, wir sind am Flughafen. Noch eine Taschenlampe, die wir nicht brauchen. Und ein bisschen Schaden, den wir auch nicht brauchen. Hallo, ihr seht ja richtig nett aus. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Nein, ich kann es nicht mitnehmen. Geht weg. Shit, noch 60% Energie. Ich glaube, wir hauen wieder ab. Da sind wieder 10.000 Zombies, die einfach machen. Ein Panzer, das wäre ja cool, wenn man den fahren könnte. So, in den Turm werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Es gibt auch Schusswaffen. Ich hoffe, dass ich mal eine mit Muni kriege, aber ich habe gehört, dass durch die Schusswaffen die Zombies angelockt werden und dann wird es noch schwerer. Aber ich glaube, wenn man schnell laufen kann, dann schafft man das. Ist nur die Frage, ob dann unendlich viele Zombies spawnen und auf dich zulaufen oder ob du die alle abschießen kannst. Das wäre ja ganz cool, wenn man die abschießen kann. Schade, dass ich da jetzt nicht wirklich gucken kann, weil da so viele Zombies sind, die nicht mehr hinter mir herlaufen. Naja, immerhin laufen sie nicht mehr hinterher. So, da unten steht kein Auto. Ich dachte schon, da steht ein Auto. Da hinten ist noch ein Städtchen und da rechts sind ein paar Zombies. Deswegen gehen wir mal fernab des Weges. Ist das ein Tier da unten gewesen? Gibt's hier auch Tiere? Sieht so aus. Oder? Was ist denn das? Ja, das ist ein Reh.
Cool. Aha. Kann man die töten? Nee, ich lasse drüber. Aber ich glaube, das Fleisch kann man bestimmt essen. Also, man kann bestimmt Fleisch kriegen. Und ein Zombie hat uns entdeckt. Ich hoffe nicht. Aber was sind eigentlich diese Dinger hier? Ist das ein Busch? Soll das ein Busch darstellen oder ein Zelt? Ah, Blueberries. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es ein Busch ist. Weil in Zelten liegen keine Blaubeeren. So, der Zombie läuft wieder hinter uns her. Ich frage mich, ob wir dem mit der Taschenlampe eine überziehen können. Okay, der zieht uns auch direkt ein. Jetzt haben wir noch 20 Energie und wir sehen nur noch in Schwarz-Weiß. Also Zombies bekämpfen ist, ja, ich glaube also ohne Waffen ist es schwer. Es gibt ja auch Nahkampfwaffen. Ich denke, wenn wir eine finden täten, dann wäre es leichter. Aber jetzt müssen wir noch eine finden. So, die Kollegen da hinten lassen mich hoffentlich in Ruhe. In Gebäude gehen, wenn man von Zombies verfolgt wird, ist nicht so schlau, habe ich auch festgestellt. Soeben. Die kommen alle immer direkt hinterher. So, da sind wieder ein paar nette. Da steht ein gelbes Auto, wo wahrscheinlich kein Sprit drin ist. Erstmal überlegen. Klingt komisch. Und ist Sprit drin? Bitte lass Sprit drin sein. Ja, es ist Sprit drinne. Es ist zwar so kaputt, dass ich so gut wie nichts sehe. Aber es war Sprit drinne. Alter, ich sehe ja so gut wie nichts. So, jetzt die Frage, ist hier Sprit drinne? Nein, es ist nicht. Nein, es ist kein Sprit drinne. Nein, es ist kaputt, das Auto. Na super. Gleich wird's explodieren. Bleibt schön in der Nähe, Kollegen. In der Nähe des Autos. Oh, das macht die anderen Autos auch noch kaputt. Ja. Nicht. Okay, es fliegt schon durch die Gegend. Ein Strand. Cool. Okay, mal gucken. Nein, hier ist kein Sprit drinne. Ah, warum ist denn in den Autos immer kein, oder nie Sprit drinne? Immer kein Sprit. Ha. Super. Oh, cool, das nächste Auto brennt. Nee, das ist unser Auto. Na, egal. Hätte ja explodieren können. Nochmal. Komm schon. Manu. So, da steht schon der nächste Idiot parat. Aber er scheint uns nicht zu bemerken oder bemerken zu wollen. Ich hoffe mal, dass er uns nicht bemerken will. So, eine Schaukel. Wie cool. Komm, lass uns schaukeln. Yay. Man kann nicht schaukeln. Na super. Die Zombies kommen einfach an. Oh. Lauf, 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 lauf. Ich wollte schon Steve sagen. Wegen Minecraft. Aber das ist ja nicht Steve. Nennen wir ihn Jürgen. Das ist jetzt Jürgen. So, lauf, Jürgen. Ohoho. So, der hier, der hat bestimmt keinen Sprit. Aber wir gucken trotzdem. Nein, hat er nicht. Oh, Jungs, was ist hier los? Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Nein, nein, nein. Geht weg, geht weg, geht weg. Ihr seid alle doof. Geht weg. So, die rosa Karre, die sieht interessant aus. Hoffentlich ist Sprit drinne. Ich glaube nicht. Aber die Fahrtrichtung stimmt schon mal. Ja, es ist Sprit drinne. Und wir sind vom Baum gefahren. Aber sie fährt die Karre. Ich habe nur keine Ahnung, wohin. Weil irgendwie sieht man hier nicht so viel. Okay, da sind Bäume. So, man sieht nicht wirklich viel wegen dem Rauch. Wir müssen gucken, dass wir es reparieren. So kann ich jetzt einigermaßen was sehen. Wir fahren einfach mal den Weg entlang. Und machen direkt mal zwei Zombies platt. Alter, man sieht ja so gut wie nichts. Na, wir gucken einfach mal hier raus. So, da kommt auch schon irgendeine Örtlichkeit. So, den Zombie machen wir noch platt. Ist die Frage, geht die. Ach, das ist der Airport. Da will ich jetzt nicht hin. Tschüss, schönen Tag noch, Herr Dr. Chefarzt. So, dann hauen wir wieder ab in die andere Richtung. Da, wo die Stadt war. Man kann die Zombies damit gut plattfahren. Ist nur die Frage, geht die Karre davon dann auch irgendwann kaputt?
Und warum muss der Rauch dir direkt ins Gesicht hier? Mensch, da kriegt man doch. Da wird man doch wahnsinnig. So, wir fahren mal hier rechts ran. Alter, die Karre, die qualmt mir zu sehr. Ich fahre mal lieber nicht damit. So, und jetzt mal gucken, können wir uns da reinschleichen und. Warum essen wir denn nichts? Ich meine, wir haben voll Hunger und Durst. So, Taschenlampe an. Denn es wird dunkel. Es sind keine Zombies da. Okay, dann schleichen wir uns mal hier durch. Okay, einer hat uns gemerkt. Oh, oh, Alter. Die waren ja alle da. Mist, habe ich gar nicht gesehen. Alter, jetzt laufen die wieder hinter uns her. Was seid ihr für Typen? Okay, haben sie uns, lassen sie uns in Ruhe. Kann ich mich verstecken? Geht das? Nein, das geht nicht. Die kommen direkt hinterher. Das sind so Supertypen. Die bemerken alles, Alter. Nein, hier hätte ich nicht reingehen dürfen. Wir sind schon wieder gestorben. Das dritte Mal. Okay, aber weil wir jetzt hier sicher sind, würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Pause. Dann hoffe ich, dass euch diese erste Folge von Unturned hier gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten Runde wiedersehen und sagt dann auf Wiedersehen.